Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch eine Rezension und zwar ist es das kleine Hörbuch der Leichtigkeit, einfach mehr Freude und Gelassenheit ins Leben bringen. Das ist ja von dieser kleine Hörbuchreihe, die immer von Daniela Hoffmann gesprochen wird, die ja auch die deutsche Synchronstimme von Julia Roberts und Ellie McBeal ist, unter anderem. Und hier geht es um Gelassenheit und ja, wie man zur Ruhe kommt. Wir haben auch wieder so ein kleines Heftlein dabei, wo so ja, eine Übersicht ist, was so alles gemacht wird. Wir haben auch wieder eine Einführung. Dann haben wir das ABC der Leichtigkeit, Gedanken und Gefühle für, zu Leichtigkeit, positives Denken und Fühlen. Dann die Wissenschaft von menschlichem Denken und Fühlen. Dann, wie wir halt auch Pausen sollen wir mit einplanen in unseren Alltag. Also man soll halt, wenn man sich eine To-Do-Liste schreibt, halt auch Pausen mit einplanen. Und achtsames Atmen. Und da werden verschiedene Atemübungen auch noch gemacht und gezeigt, erklärt. Finde ich sehr, sehr toll. Also dieses Hörbuch soll man wirklich nicht beim Autofahren hören. Und dann, wie man halt zur Ruhe kommt, 12 Ideen für aktives Wohlfühlen, zum Beispiel halt auch im Wald spazieren gehen, mit Entspannungsmusik lesen oder ein Tagebuch schreiben, wo man halt dann ja alles, was einen gerade so belastet, dann aufschreibt. Man soll natürlich auch jeden Tag Dankbarkeit zeigen für Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ich bin gerade dankbar dafür, dass ich eine E-Mail beantwortet habe, die schon etwas länger liegt. Dafür soll man sich auch belohnen und dann dieses Gefühl halt ein bisschen mehr in sich halten, um halt das bewusster zu haben. Und ja, man soll halt auch, wenn man jetzt in einen anderen Raum geht, soll man kurz innehalten und ja, das genießen, dass man das halt kann und dass man halt noch einen anderen Raum hat. Und ja, ich fand es vor allen Dingen mit dem Atemübungen, da gibt es Wechselatmen, dann gibt es das bewusste Atmen. Also da gibt es auch einiges Atemübungen. Und ja, und wie man halt seine Umgebung bewusster wahrnimmt, wie man halt wirklich auch mal abschalten kann und wirklich nichts denken, nichts fühlen, sondern sich nur auf die Atmung konzentriert und dann halt auch wirklich abschalten kann von all dem. Und ja, wenn man gerade ein Problem hat, man merkt, es staut sich gerade was an oder man kommt jetzt in einen Konflikt, dass man kurz innehält. Und dann diese Atemübung durchgeht und dann sozusagen frisch gestärkt sich diesem Problem zu stellen. So kann man, ja, so nimmt man das dann auch nochmal ganz anders wahr, dieses Problem. Man kann aus einem anderen Blickwinkel sozusagen das Ganze nochmal betrachten und dementsprechend dann auch eine bessere Lösung finden und muss dann vielleicht gar nicht streiten oder was auch immer. Ja. Ich finde, das ist sehr, sehr schön wieder gemacht und gesprochen. Also mir hat es wieder super gut gefallen. Ihr wisst, ich verlinke euch Buch und Hörbuch wieder unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!